Morgen. Ja, wie kann man nur so müde sein am Morgen jedes Mal? Ja, lieber Tommy, das kommt durch die Schneiderei. Also, ab in die Schule. So, heute haben wir die Lumi dabei. Wir haben 5-Euro-Schein. Joa! Ich habe mir den verdient, als ich dann sogar leider abgehört habe, weil der Geburtstagfeier von der Wiese. Du hast mich nicht alleine abgeholt. Ah ja, komm. Aber das mit dem Geld, das war schon ich alleine. Wie war das? Lieb sein. I need your love, I need your touch. Everything's gonna make it like come away. Ah, ich habe hier viel. Gut, Nuschel, genau. So ein Lehrer. Bei dem hast du denn auch Unterricht? Natürlich ökonomisch. Öko. Eko. Ja, was denn nun? Wollen wir das erst nach vorne machen? Ah, das ist ja quasi ein Automatikwagen. Mit Autopilot. Mit Autopilot. Hilfst du mir mit den Taschen? Halt fest. Oh, so schön. Wir haben eine neue Bierarbeit. Der ist richtig schlimm schwer, Tommy. Den kriege ich kaum angehoben. Mit Tee. Ich trage den Tee. Oh, Digga, komm mal hier oben. Halten, ich kann dir das machen. Ein Halten ist ja viel besser. Ja, findest du? Ja, weil es häufiger heißt für mich. Guten Appetit. Frühstücksrunde. Was heißt für schönes Wetter am Laden? Ja? Weiß ich nicht. Ach, schönes Wetter? 18 Grad. 18 Grad. 18 Grad ist nicht so schlimm. Ja, hast du normales Bildchen? Guten Morgen im Laden. Ich freue mich, sehr. Das Allen ist noch da. Allen. Ach, wie nur richtig ausgesprochen. Egal, dieses wunderhübsche Rennrad. Ja, ist noch da. Die gute Dame kam gerade vorbei und meinte, sie braucht noch ein bisschen Bedenkzeit wegen, naja, es ist auch ein bisschen Geld. Da hat sie wohl recht. Und sie muss sich das mal durch den Kopf gehen lassen, ob das überhaupt sozusagen, ob sie das... Das größte Manko wird wahrscheinlich sein, diese Angst davor, dass es geklaut wird. Und dieses jedes Mal mitnehmen müssen. Das wird die größte Angst sein. Weil so ein Geld, wie gesagt, das kostet ja ein bisschen Geld. Und das Geld muss man auch verdienen. Und wenn es dann eben Gefahr läuft, dass es wirklich sofort geklaut wird und so. Und das ist nun mal bei so einem Rad tatsächlich gegeben jetzt hier bei uns. Ja? Selbst wenn man eine gute Schlösser hat, die Leute sind so bescheuert, die würden versuchen, das Ding auseinanderzubrechen, irgendwie das Schloss. Und damit machen sie halt so ein Rad auch kaputt. Das kann ich völlig nachvollziehen.
wenn man die Möglichkeit halt nicht hat, das wirklich immer unterzustellen irgendwo, dann ist es halt schwierig. Dann sollte man da gut drüber nachdenken, wie man das handelt. Soll sie machen, soll sich Zeit nehmen. Ich habe auch nichts davon, wenn ich das irgendwann hier, stellt euch mal vor, ihr kriegt das auf einmal angeboten hier. Jetzt seid ihr ganz verschmiert. Ja, stellt euch mal vor, ja, kommt dann irgendwann so ein Typ drin mit diesem Rad hier und bietet mir das an für 70 Euro. Ja, kriegt doch die Krise. Und dann sehe ich am Oberrohr völlig verbeult, verbogen oder so, weil sie das Schloss aufgebrochen haben oder hinten oder egal wo, egal wie. Alter, dann kriegt die Krise. Dann werde ich auch unfein wieder. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist mir auch scheißegal, wer oder wie oder was. Ja, dann werde ich unfein. Dann wird Bambule gemacht. Vergessen. Man muss ja auch ruhig werden, ne? Das ist es ja auch. Dann habe ich ja auch gesagt, jetzt hier irgendwie immer schön ruhig bleiben, ruhig werden. Was habe ich davon, wenn ich Riesenterz mache mit den Leuten und so und die mir dann die Bude hier zerstören oder so, nachts vorbeikommen, mir die Räder zerstechen oder irgend so ein Scheiß. Davon habe ich nämlich gar nichts. Da kann ich mir Respekt verschaffen wollen, wie ich will. Sozusagen, das geht halt nicht. Du kannst hier nicht wie eine wilde Sau durchs Wohngebiet heizen und alle verprügeln, die irgendwie. Das kannst du machen, ne, in dem Moment, wenn man sieht und so und das eindeutig ist, dann ja, aber wenn es nicht 100% eindeutig ist, geht es nun mal nicht. Kann man nicht machen, Alter. So, wenn man will. Ich muss mich manchmal schon sehr zurückreißen. Aber ich bin auch ein ganz friedlicher Mensch. Jetzt einfach, jetzt harmloser. Also. Sie denkt nochmal drüber nach. Wunderbar, soll sie machen. Muss ich auch sicher sein bei sowas. Ja, ich schraube erstmal die anderen Pedalen wieder ran hier. Und dann habe ich euch einfach mal auch ein Rad vorgestellt von mir. Eins von meinen Schätzchen. Und also das ist wirklich, das ist ein absoluter Schatz, ne? Sowas findet man heute nirgendwo. Fast nirgendwo mehr. Also da muss man wirklich lange suchen. Es kann durchaus sein, natürlich. Ab und zu tauchen echt noch Räder auf im Neuzustand. Das ist jedes Mal ist das was Besonderes. Und wenn es dann auch eigentlich so wie hier, dass das auch noch passt von der Rahmengröße her, dass das eigentlich genau das ist, ja, was man sucht. Ja, das ist doch wirklich einmalig. Also, Wahnsinn ist das. Wahnsinn. Ich kann mich an den Trend von dem Rad hier. Wahnsinn, ey, ich möchte dieses Rad behalten. Ja, aber wenn ich das mit dem Rad so mache, dann komme ich nie auf den grünen Zweig. Giro d'Italia, Cinelli-Lenker. Es ist wahrscheinlich sogar noch günstig für 1.100. Das ist doch der Preis von vor 6 Jahren. Eigentlich ist er 6 Jahre älter. Was mache ich denn jetzt damit? Ich kann dich doch nicht wieder da hinten hinhängen. Ich bring's nach oben in die Wohnung. Der erste Auftrag ist da. Ja, was macht man nicht alles, wenn sein Fahrrad mit einem Fremdschloss angeschlossen ist. Hier, der gute Mann hat Pech gehabt, da hat jemand sein eigenes Rad angeschlossen und aus Versehen vermutlich auch ein Kabel, ein Bremszug von ihm erwischt. Das musste er abschneiden, denn hätte er nicht abschneiden müssen, hätte er gewusst, wie so eine Bremse funktioniert, kann man sie ja hier oben, wenn man es richtig stellt, nämlich das in die Richtung, das in die Richtung, das in die Richtung, dann nimmt man das hier einfach raus. Zack, hätte das jetzt nicht durchschneiden müssen.
Er hat es durchgeschnitten, es ist nun mal so. So funktioniert es. Also wenn jemand einen Bremszug anschließt von euch, einfach raus, aushängen und dann ist es okay. Beim Schaltzug, ja gut, da muss man halt lösen, einmal hinten und den Zug rausziehen, geht aber auch. Ne? Wenn es schnell gehen muss, macht das halt, schneidet das halt durch und müsst dann neu verlegen. Ja, ja, alles vorbereitet hat er, der Tommy. Oh, Tommy. Geht los. Den Schoner wieder raus. Ja, es kommt keine feinen Räder. Warum ist das so schwer? Mensch. Machen wir mal schnell den Schlauchwechsel. Das ist ja jetzt nicht besonders. Brauche ich vermutlich auch nicht mehr kommentieren. Gang 1. Achsmuttern auf. Achsmuttern auf. Die Kette hängt eh wie Sau. Rad raus, Luft raus. Zug aushängen. Das ist mein Trick zum Zug aushängen, dass ich hier vorher das Rad mir so reinhänge, so ein bisschen runterhänge. Gut, das war's schon. Hinterrad raus. Jetzt wird Schlauch runter, Mantel runter. Schlauch raus. Oh, ist der schnell fliegt oder was? Nö. Fliegt es aber nicht. Checken wir den Reifen. Hier ist was drin, ist auch durch. Das wird es gewesen sein. Ja, das war's. Das war das Einzige. Doch, hier ist noch was. Der daneben. Schauen wir innen drin noch mal nach. Vorher putze ich einmal die Felge durch. Kopf vom Bremsstaub befreien sozusagen. Felgenband. Schlauch haben wir, abgelenkt bin ich schon wieder durch was anderes. Eieiei. Tommy, so kommst du auf keinen grünen Zweig. Ich will vorne den Rad noch auspreisen, gibt es keine Fragen. Also ich denke mal, wenn ich spekulieren darf, dass die gute Dame das Rad nicht nimmt. Ja, weil das ist diese Anfangseuphorie war so da. Und oh, ist ja falsch rum doof. Tommy, konzentriere dich. Konzentration. Na, Maika, deswegen mache ich es ja jetzt richtig. Und jetzt wird es ja vielleicht noch mal geguckt haben auch. Was kosten denn so Rennräder überhaupt so? Ich meine, wie gesagt, da muss man bei dem muss man halt berücksichtigen. Man kriegt doch schon so ein komplettes Allern für 600 Euro oder so. Vielleicht in einem relativ guten Zustand, wobei man dann immer nicht weiß, wie sind die Rahmen drauf oder so, wenn die Rahmen nämlich viel gefahren sind, dann ist das bei allen so eine Sache. Ja, er kann immer noch gut aussehen. Macht er ja auch. Aber da lösen sich dann gerne mal die Muffen. Deswegen ist
das schwierig. So, ja, gut. Wahrscheinlich kommt es dann mit irgendeinem Freund oder so, der sich auskennt. Das ist dann so, ich habe mal jemanden mitgebracht, der sich mit sowas auskennt. Okay. Das kann ja auch sein, denn ist ja alles in Ordnung, soll sich auch jemand auskennen. Weil das Ding ist top, Alter, ist so geil. Ich hab mich richtig verliebt in das Rad wieder. Richtig toll. Könnte eigentlich Familienschatz. Treasure Bike. Treasure Bikes. Berlin Trash Bikes. Und Berlin Treasure Bikes. Wirklich geil. Also. Gleiche Trick rückwärts. Einhängen. Einhängen des Schaltzuges. Ich mach's mir echt einfach. Drin. Einfach rumdrehen. Einmal. Hier spannen. Einhängen. Da muss ich mich nicht quälen, wenn ich das Rad drin habe, das alles nochmal zu verdrehen und irgendwie so. Und das ist viel geiler so. Ja, dann wird eingebaut. Nur noch. Total simpel. Zack. Seht ihr? Stütze ich mich hier gegen. Gucken. Spannung ist ein bisschen lau. Kette gespannt. Bei Nexus Inter-8-Gang. Habt ihr gesehen, ja? Wie geht. Man schraubt halt erstmal die eine Seite fest. Dann drückt man hier rüber und schraubt die andere Seite fest. Warum hier dann einfach Klebeband drum gemacht wird, anstatt das einfach wieder gerichtet wird? Keine Ahnung. Aber wie gesagt, hier oben, wenn die Schraube mal verloren gegangen ist und man nicht weiß wie, nehmt kein Klebeband. Nehmt Kabelbinder. Das ist top. Das hält Bombe hier. Jetzt die Kette gespannt. Der Kette ist jetzt gespannt hier. Also so wie sie sein muss. Nicht überspannt, aber gespannt. Jetzt schleift hier hinten natürlich das Blech. Aufgepumpt ist jetzt mal richtig. Jetzt schleift das Blech hier hinten. Ach man, erstmal nehmen wir die Bremse hier wieder ein. Das ist ganz simpel. Magura Klicksystem. Dann hoffen wir, dass hier noch genug Platz ist hier oben, dass wir hochlupfen können. Das ist aber der letzte Poing, ne? Läuft! Super! Next. Lenker, ich muss dich enttäuschen. Dein Fahrrad ist kaputt. Der Reifen auch. Ah, siehst du. Voll durchgeballert. Das kommt vom vielen Bremsen. So scharf bremsen. Und schlittern. Der ist durch, die muss ich erneuern. Tut mir leid. Das kommt dazu. Wo brauchst du andere Räder, damit alle die einen Alter haben? Und dann jetzt erstmal mobil zu sein, wäre es ja cool, wenn man so eine alternative Lösung hätte, wenn man die umbauen müsste. Ja klar, im Grunde genommen ist das ja nicht anders als ein Schnellspanner, der eingeschliffen ist, ne? Auf beiden Seiten so. So ein bisschen, damit diese Kugeln reinpassen, damit man die Möglichkeit hat, sozusagen das Rad runterzunehmen, weil ansonsten kommst du an den Rad nicht dran. Also wenn der Schnellspanner, hast du aber die Möglichkeit, im Grunde genommen das alles raus
Das ist ja genau die Dicke. Das ist ja genau die Dicke. Das ist doch nichts anderes. Okay. Close the valve. Close this one. Yeah, close. Very tight. I thought it had to be open to get the air through. No. Oh, an oil pump. Very simple. See. Ach, der Schlüssel wollte ich noch. Tommy, ich muss dir jetzt auch einen Kaffee. Ah, nicht so laser. Ich hab beide Hände voll zu tun. Ganz ehrlich. Ist er auch mit der Gurke? Jo. Ja, mein Livestream, also manchmal habe ich einen Livestream hier. Aber so Videologs. Schon geil. Kannst du gleich Werbung machen? Ja. Das ist die Schraube. Du. Ich hol mal einen Schlüssel dafür. Ja, ist noch nicht mal bezahlt. Die Anfang unter dem Dach. Oh, fahr zum Bauhaus. Ist schon wieder. Mein Schild, lass ein Rad. Ja, wie viele Autos machst du damit kaputt jetzt? Ich geb mir Mühe, keins zu befähigen. Ja, kannst du Brust mit einer Hand kannst du das ja so rüberschieben, wenn du mal. Ja, da musst du jetzt mal sehen, wo du hier durchkommst, ne? Jetzt kommt der erste Engpass. Nicht mehr eine Klinge ist da dran. Ja, nicht mehr. Haben sie aber geklaut. Da war der geklaut. Ja, Klingel, kommt dran, das ist gut. Man lernt das gleich kennen. Das ist so geil, der Draht. Guck mal, wie das abgeht. Ja. Trotz Gegenwind. Ich finde das gut. Klar ist das gut. Dass man da alles mitziehen kann. Das ist so genial. Ich fährst die Straße lang und lädst alles ein. Neuköllner Möbelmarkt. Eigentlich mein. Ich werde es bereuen, wenn ich es verkaufe. Aber so ist es halt. Ich brauche jetzt. Monte Grappa. Das steht auch ein bisschen in die Luft hier. Mhm. Zu dünn, zu hart. Lenker ist schräg. In die Richtung geht. Ist schon. Meine Fresse. Du machst das mit einer Präzision. Nee, präzise ist es noch nicht. Na doch, es ist ganz gerade. Alter, ist voll an der Flucht. Nee, der kippt noch ein bisschen ganz oben. Kippt da noch ein bisschen weg. Aber ich glaube, den Knick hier, der genau hier so drin ist, ja, den kriegst du nicht raus. Verwrungen, ne? Aber, genau, ist ein, aber ich meine, das ist so gerade. Was soll das? Das kann man ja auch, man hätte es ja auch vorher benutzen können. Und die Frau merkt ja eh nichts.
Was seid ihr hier unten? Wir wollen nicht den Originalzustand wieder, ne? Oh, ich glaube aber nicht. Hat Tina. Was mit Tina? Party Tina? Die alte Patina ist auch wieder da. Weiter vor's? Improvisiert, scheißegal. Ja, ich starte hier mein Konzept, die Vitaleria, auf einem Lastenfahrrad. Von Tommy. Richtig. Genau. Ja, Besitzerwechsel. Jetzt wird es endlich genutzt, so wie es sein soll. Ist doch geil. Ist ja super. Ja, auf jeden. Finde ich cool. Ja. Da stehst du dann halt auf Märkten. Und verkaufst Getränke. Läuft? Läuft. So. Deswegen, läuft immer. Läuft schon 2 Stunden 15. Bist du mal live oder was? Ja, live nicht. Schneidet hinterher. Also jetzt hier ist nicht live. Unten ist eine Kamera, die wäre live, aber die habe ich gerade nicht an. Weil ich nicht unten bin. Weißt du, dann ist das doof irgendwie, wenn du irgendwie 2-3 Stunden hast und da ist nichts zu sehen. Das ist so. Also. Ansonsten, ja, habe ich meine Vlogs. Jeden Tag. Das bringt was, wa? Keine Ahnung, ob das was bringt. Das bringt so ein bisschen Fangemeinschaft. Oh, mein Lastenrad ist weg. Ja, was soll ich sagen? So ist das halt. Oh ja, Mensch, und schönen Dank auf alle Fälle, wollte ich nochmal sagen, an die Ruth für ihre Spende, an den Jan und an den Patrick natürlich. Ja? Also herzlichen Dank nochmal für eure Unterstützung. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, fahrradsalonberlin@gmail.com, gerne könnt ihr uns eine kleine Spende senden oder was auch immer. Ist aber, wie gesagt, ist keine Pflicht. Bitte, bitte, bitte. Nehmt es nicht als Pflicht. Ja? Auf alle Fälle bedanke ich mich echt schon mal bei dem Ruth. Ja? Bei Jan und bei Patrick. Mensch, also uns ist alles willkommen im Moment. Ey, wir sind echt ein bisschen schwierig. Die Kamera muss wieder rin. Das Geld für die Kamera muss rin. Das Ladekabel habe ich jetzt bestellt zum Beispiel. Aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Irgendwie über diese PayPal. Also, dass ich davon bezahlen kann. Das geht über Amazon nicht. Das wusste ich gar nicht. Und ja, also wie gesagt, wir freuen uns immer, wenn wir über alles, über jede Kleinigkeit. Kommt mit Sicherheit auch mal wieder die nächstgrößere Ausgabe. Ja, ich bin hier. Bis später. Ja, lass dir Zeit. Der Hund ist so langsam, du wirst es sehen. Halt ihn jetzt an. Krauch, krauch. Ja, der geht langsamer als ich rückwärts. Okay. Bis später. Ja, fehlt vielleicht auch ein bisschen Luft, ne? Ja, auch das. Oh Mann, ey. Gute Frau. Ciao. Grün? Ja, weiß ich doch nicht. Ja, weiß ich grün. Hier mit so Fahnen, zu modern schon. Fahnenstange hier? Nee, ja, Quatsch. Nee, das sind diese Verdeckdinger. Ja. Geil, also pass auf. Ja, schon modern. Hier unten hängt was durch. Da muss man nur so. Einfach rummachen, zumachen wieder. Ja, zumachen, genau. Das ist nicht dein Ernst, deswegen kommst du hierher. Nee, deswegen nicht. Und zwar unter die Kette hängt hier, die ist gestern zweimal abgesprungen auf dem Weg vom Prenzlauer Berg hierher. Ich glaube, die Kette muss gekürzt werden oder was? Eine neue Kette, glaube ich. Ja. Langsam, langsam. Letztendlich musst du sagen. Du also eigentlich wird die Kette nur gespannt. Du hast ja noch Potenzial hier, oder nicht? Also du sowieso, aber die Kette, die kann man auch noch... Ey, sieht so mickrig aus. Oh, du auf dem Ding, setz dich mal drauf, will ich sehen. Guck mal, wie lang du bist, wie clean das ist. Mika, sag doch auch mal was. Guck. Wie sieht denn das aus? Der Schuh ist größer als der Durchmesser vom Rad. Nee, Drehkurbel abbauen mit den Füßen, so Draisine. Ja, also ich hab's nicht. Es ist nicht für dich, wa? Doch, ist nicht. Okay. Habe ich nichts als zu klein empfunden. Guck, geh mal schon da. Ja, da drin. Jetzt, wir machen Außenlager. Ja. Denn Nummer 3, also Alter 3, nix geht. Geht nix. Wie, was meinst du? Hydraulik. Wow. Irgendwie nicht. Hydraulik. So, was wegen dem Auto? Du Superman, Supergirl.
Du hast schon wieder was vorwärts gegeben. Nummer 5 denn? Ja, wow. Aber dann. Dann Schicht. Dann kommt er ab. Zack. Das ist so geil. Ja, genau. Also ich muss mir das aufschreiben, glaube ich. Ja. Also 5 Sachen? Ja, ja. Das ist nicht dein Ernst, ey. So sieht es bestimmt nicht. Spielraum, deine Arme sind ja auch lang. Mach dir den Sattel noch für ein Stück höher. Kannst du das machen? Wäre total super. Weil das ist tatsächlich zu klein. Aber habt ihr gesehen, ich habe eine Sitzhaltung eingebaut. Film machen. Sitzhaltung. Ich will nicht wissen, was du gerade machst, das auf dem Ding. Sitzhaltung. Natur. Kosten die neu? 2? 2,6. Hat er nie gesagt. Stimmt 6. Aber es trennen die Grünen, das kann gar nicht so alt sein eigentlich. Wenn die Grünen gewonnen haben, ja. Oh, jetzt meinst du, ist es so ein. Da müsste es umsonst sein. Genau, ach so, genau, da hab ich noch vergessen. Oh, es rutscht in den Brust. Ja, rein von einer natürlichen Position ist vorne. Ja, jetzt sitzt du noch viel zu weit hinten. Fühlst du das nicht? Aber jetzt hier auch schon ganz gut. Nee, schon. Egal. Mal entkommen! Doch, wie schön der Feiertag! Christiania! Puppet Paula hat sich ein Christiania gekauft. Ja, jetzt soll ich das mal durchschicken. Ey, schaut mal auf dem Kanal vorbei. Puppet Master Official. Was für ein geiler Shit. Ey. Ey. Warte, die nicht. Gott, das ist hier alles so fragil. Bei euch könnte hier an dem Ding hier liegen. An dieser losen Schraube hier. Die ich mal festziehen werde. Ich hoffe, dass hier groß ist. Ja, das ist das erste, was du lernst. Oh Scheiße, ich sollte nicht mit der Straße mal mitfahren, sondern mal kreuzen. Ja, noch rüber drücken. Hallo. Kette straff. Hallo. Hallo.
Ich bin ein bisschen Helfer. Wobei? Für die Bottom Bracket, weißt du? Alles ich kann machen, aber ich habe die Schlüssel, aber keine. Kriegst du es nicht raus? Ja, genau. Ich habe eine neue Bottom Bracket auf. Okay. Ja. Ich wohne. Ich hoffe, ich krieg's. Ich weiß gar nicht, ob ich es rauskriege. Deswegen. Das steht nicht. I don't know if I can put it out. It looks very fucked. Yeah, that's a problem. Yeah. Hallo. Hallo. Habt ihr auch Bollerwagen zufällig? Bollerwagen? Zu vermieten. Zu vermieten haben wir hier den Holzwagen. Ja. Ist das so ein Fahrradding oder ist das so einer zum Hinterherziehen? Zum Hinterherziehen Bollerwagen. Ja, 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 gut. Ja. Kannst du mal gucken hier draußen? Ja, alles klar. Kannst du hier durchs Fenster sprechen mit mir? Wir haben hier eine Öffnungsluke. Ja, perfekt. Warte ich. Alles leer. So. Nicht mehr, alles weg. Hast du noch eine Balkon? Ja, ich glaube schon. Das ist ein Fahrzeug. Zum Shop oder so. Ein Ask for a good one. Ja. UN Baby UN 55 zum Minimum. UN 55, ja. So UN 55, ja. LX Quality. Okay, ja. Ich hab mich ganz schön. Ach so. Ich bin Lanka. Mit Herzchentüte. Und? Wie viel? 20 Euro. 20 Euro, das ist besser. Okay. Besser, besser, genau. Viel besser. Und gibt, ja? Ja? Gibt mir die 7 Euro, 1,18 groß, wenn du like me. Die andere, nee. Gibt mir. Oh. Sprinting, so mein Kopf ist. Burnout! Genau. Hab Angst. Ja. Ja. So, das ist Müll. Das ist. Nee. Nein! Nein! Ist geschlossen, jetzt. Vierkant. Das ist nicht. Das ist auch der Link. Nein, das ist nicht gut. Ah. Das ist falsch. Hier. So, das ist falsch. Das, ja. BBES 300. Das ist ein Chipsock. Funken, oder? Oh Mann, was ist da los, ey? Und ich hab kein. Hier, an dem Bäcker herbei. Hallo? Ja. Das Small Paper, ich gebe dir Small Paper. Okay, alles klar. Ja. Also jetzt. Falsche Packung. Ja, falsche Packung, genau. Oslo, 2 Wochen. Ja. Ja, siehst du. Das ist was. Jetzt kann er wieder fahren. Aber das. Das ist Kakerlake. Was ist? Warum ist? Weil fehlt alles. Zu viel Spacer, ich glaube. Ich brauche hier nur so eine Kappe oder was? Eigentlich muss ich eine
Hey, Dave. Hey, Dave. When you get paid and then all your money goes to other places and not to you. It's very painful, yeah. What number did you say? Number 6, I think. I sink on the ground. You sink into the ground. Into the ground. Sorry, my English isn't in order. Yeah, it's alright. I'll forgive you. Ah, yeah. It's dark. Hello. To return the bikes. That's nice. Thank you. You're still alive? Yeah, we survived. Yeah. Where are you guys from? Canada. From Canada, Quebec. From Quebec? Say hi to the team. Yeah. GP. Hey, Thank you. Hey. It's hard to meet. You want any money from me? Yeah, sure. How much? 1 euro. 1 euro? That's what I got. So you're generous. I'm very generous. Yeah, okay then. Thank you. Do you have Okay. Thank you. Do you have anything I can put in here? No. But you cents? Have to make champagne? Yeah. And then you need this. Oh yeah. Cork. Cork. Yeah, put a cork in it. Ich bin hier all the time. So, was für ein Tag heute. Ja, der erste wirklich geile Tag in diesem Jahr. Also wirklich der erste geile Tag. Zu tun. Ohne Ende, aber viel draußen. Ich werde versuchen, morgen den Livestream hier unten zu installieren, zu starten, dass das hier abgeht. Ein bisschen. Am Wochenende haben wir ein paar Leute Zeit zum Gucken. Ich mache Feierabend, wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut, wir sehen uns später. Oder morgen, oder wann auch immer. Also sowieso, wenn ich den Vlog hier hochlade, ey Mann, ist das viel Material, was ich bearbeiten muss. Boah, dann ist es morgen. Und deswegen, wir sehen uns morgen. Macht es gut, bis dann, ciao, euer Tommy und Familie, die jetzt schon schläft wahrscheinlich. Schauen wir mal, das ist halt das Leid, das mein Leid. Ich sehe die immer nur kurz tagsüber und das war's. Also bis morgen. Ciao.